Servus miteinander. Und Lautsprecher leiser machen. Ja, hey Gott, nochmal um ein Aroma Liquid Review. Und zwar um den Feinsaft die Manganas vom Steam Shot. Und das habe ich angemischt mit 6 Milligramm Nikotingehalt. Weil ich das eigentlich vorwiegend hier in meinem MTL-Gerät in Siren 2 momentan dampfe, oder? Und die das richtig gut finde. So, jetzt habe ich natürlich bloß eins vergessen und das ist was Vorbereiter. Immer das gleiche. Manganas. Können wir das? Da habe ich das schon mal vorbereitet. Gut. Also ich finde das Liquid ist richtig gut. Schmeckt. Also soll schmecken nach frischem Mango gepaart mit Ananas. Bei mir kommt eigentlich vorwiegend Ananas raus und die Mango schmecke ich MTL eigentlich so gut wie geil. Aber MTL schmeckt das verdammt gut. Ich habe das auch hier im Tröpfler drin, im Bendy Vape Mesh RDA. Auf meiner Paranormal 250C und dampft es im Replay-Modus mit, ich glaube, 80 Watt habe ich da eingestellt. Tun wir da jetzt nochmal geschwind was drauf, Tröpfler. Das ist natürlich mein Mikrofon im Mac. Also das haben wir vorher auch schon getestet im Wendy Vape Mesh RDA. Das Problem ist halt, 6 Milligramm Nikotin ist richtig, richtig viel. Und kratzt dann richtig im Hals, also da eine echt Schwierigkeit, einen tiefen Zug zu nehmen. Aber das gleiche, da ist eigentlich auch die Ananas im Vordergrund. Die Mango schmeckt man, DL schmeckt man sie raus, MTL eigentlich eher weniger. Da schmeckt es eher wie so eine süße Ananas halt. Boah. Also das Aroma ist auf jeden Fall richtig gut, sehr intensiv vom Geschmack. Und das war so gut, dass ich gesagt habe, komm, das tust du für MTL einfach vom Nikotin her ein bisschen stärker machen, mach 6 Milligramm. Also ich habe nachträglich in die Flasche, wo ich schon was rausdampft habe, nochmal einen Shot reingeleert. Ich habe also in dem Fall wahrscheinlich jetzt etwas über 6 Milligramm drin. Und dann nicht mehr die Idealdosierung. Normalerweise soll ja 50 Milliliter auffüllen, 10 Milliliter sind schon drin. Und ich habe jetzt im Prinzip keine 50 Milliliter aufgefüllt, sondern ich habe 60 Milliliter aufgefüllt. Aber der Geschmack ist trotzdem noch voll da. Kauft habe ich das Ganze bei Meister Fitz Puff. Link dazu ist auch unten in der Videobeschreibung. Und haben da 6,90 Euro zahlt. Vom Preis-Leistungs-Verhältnis würde ich sagen, es ist im Rahmen. Es ist nicht günstig, aber es ist nur im Rahmen. Und wenn ich das jetzt MTL dampfen kann, dann hebt mir das Liquid nachher auch relativ lang. Und dann habe ich da auch lang Spaß dran und trotz dass ich jetzt eigentlich zu viel Phase drin habe oder ein Nikotin-Shot halt zu viel,
ist es immer noch sehr kräftig vom Geschmack. Also ich finde es richtig gut. MTL und DL. Ob ich das jetzt schon immer Tankverdampfer gedampft habe, ich kann es gerade mal sagen. Wisst ihr jetzt nicht. Aber Ananas ist kräftig, kommt sehr gut raus. Die Mango ist ein bisschen im Hintergrund, auch wenn es von der Videobeschreibung eher ein bisschen anders ist. Frische Mango gepaart mit Ananas. Für mich ist es Ananas mit ein bisschen im Hintergrund so ein Mango-Geschmack. Mir schmeckt's, kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Preis-Leistungs-Verhältnis nicht das günstigste, aber ja, es hält sich nur im Rahmen. 6,90 €. Wenn ich da jetzt Basi und Nikotin schon dazu rechne, dann bin ich auf jeden Fall noch unter 10 € für 60 ml Liquid. Untere Flasche, wo ich dann relativ wenig Aufwand habe und da kann ich, ja, selber mische ist billiger, aber selber mische ist Arbeit. Ich habe auf meinem Kanal ja ein paar Videos gemacht, wo ich gemischt habe. Könnt ihr mal angucken, das sind Streams, die gehen halt bis zu 4 Stunden. Die Zeit, die braucht man, muss man sich dann halt auch nehmen. Also es geht günstiger, aber ein großer und ganzer Preis-Leistungs-Verhältnis finde ich eigentlich okay. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen da lassen, wenn ihr noch nicht abonniert habt. Abonniere ist kostenlos und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.